kommen wir zu einem weiteren Teil meines Lichtkonzepts. Und zwar habe ich mir hier so Profilleisten geholt. Die sind dafür da, da gibt es hier so eine Streuscheibe, die da nochmal drüber kommt. Und die sind dafür da natürlich, um ein LED-Band da reinzukleben. Und den habe ich jetzt schon mal eben auf Gärung geschnitten. Das war nicht ganz so einfach, weil mein Dachhimmel hinten ja so ein bisschen abfällt. Deswegen habe ich hier unter nochmal so ein 4 mm Pappelsperrholz gepackt, damit ich so einen leichten Winkel auch reinkriege. Und so grob passt das. Jetzt würde ich die Streuscheibe auch einmal schneiden und dann die LED einkleben und dann kann das Ding auch oben an die Decke. Ja, da muss ich jetzt mal gucken. Ich will ja mit meinem Kabel hier hinten irgendwie raus. Ob ich das hier oben, versuche ich mal zu bohren, ne? Kann ich da so oben hinbohren oder so? So? Oder gerade? Ich mache, glaube ich, einen Doppelbohrer. Das könnte ganz gut sein. So, ich bohre jetzt hier mal ein Loch rein, einen Doppelbohrer, damit ich mein Kabel da hinten rauskriege. So, ein bisschen eng ist es, aber klappt, ne? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Perfekt, und dann bin ich genau oben an der Ecke. Das sieht doch gut aus. Na, dann kann er entweder nach da oder nach da, je nachdem. Wunderbar. Genauso mache ich das. Und dann klebe ich das, glaube ich, jetzt auch schon mal ran. Denn das Durchfummeln wird wahrscheinlich im Anschluss zu schwierig. Ein bisschen windig hier. Aber bevor ich das jetzt ranhole, verlängere ich mir den jetzt mal. Nach wie vor bin ich ja von diesen kleinen Lötverbindern hier begeistert, weil die so klein und unauffällig sind und auch echt einfach zu verarbeiten sind. Also, hier habe ich meinen Rode. Dann Feuerzeug runterhalten und gut ist, ne? Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass es ein bisschen geschlossener wäre, aber ihr habt ja gesehen, wie blöd das war mit dem Kleben. Das ist mir ja auch alles verrutscht, also hängt der ganze Kleber jetzt hier rum. Nur alles noch ein bisschen sauber machen. Und gut, ich meine, wenn man jetzt nicht 100% hinguckt, kann man da auf jeden Fall mit leben. Und damit habe ich dann eine Wutenbeleuchtung für den ersten Hängeschrank. Dann habe ich hier nochmal Kabel, und zwar für unser Trennklo hinten. Da integrieren wir ja nochmal einen kleinen Ventilator.
Und dafür ziehe ich jetzt schon mal die Kabel da hinten hin. So. Und das soll ja alles schaltbar sein, deswegen kommt da oben ja nochmal so ein kleines Schaltpanel hin. Dann habe ich ja hier beim Trockenklo, ich muss mein Loch mal ein bisschen größer machen. Denn hier kommt jetzt einmal die Leitung für meinen kleinen Lüfter rein. Hier ist ja mein Abluftrohr und hier kommt jetzt der Strom für den Ventipeller. Und dann habe ich ja hier noch mein Kabel für die Tanksonde, damit ich weiß, ob die Pipi-Tanksonde, Quatsch, ob der Pipi-Tank voll ist oder nicht. Hier ist meine Planung doch nochmal über den Haufen geworfen. Ich werde jetzt doch ein komplettes Bedienpanel nur für die Lüfter haben. Und ein komplettes Bedienpanel nur für die Lichtsituation. Also das ist jetzt hier mein Bedienpanel für die Lüfter und gegebenenfalls für die Pumpe. Und von daher, das Ding kommt jetzt hier oben in die Ecke. Kommt das Ding hin und dann kann man da alle Lüfter mit ansteuern. Schließen wir jetzt mal an. So, und dann habe ich hier meine Abluftsituation. Also jetzt muss ich ja im Prinzip, ich hätte den ja schön verstecken können, aber ich wollte den ja sozusagen reversibel zur Not auch wieder rausnehmen können. Deswegen muss ich den hier hinlegen. Und da würde ich das jetzt hier einmal abschneiden, den Lüfter reinpacken, anschließen und dann hier die Schelle rum und da eine Schelle rum und dann gut. So machen wir das, ne? Weil die Luft muss hier raus und der muss da ja quasi noch zwischen. Ja, bei diesem Schalterpanel von Votronic hat man die Möglichkeit natürlich jede Leitung einzeln abzusichern. Also ich komme von meinem Verteilerkasten, Sicherungskasten hier in den Schalter rein und gehe auf der anderen Seite wieder raus. Ich kann aber natürlich auch mit einem Hauptstromkabel rein, lege mir dann eine Schleife und habe dann auf jedem einzelnen dieser schaltbaren Flächen Strom. So werde ich das in diesem Fall jetzt auch machen, weil ich komme natürlich mit meiner Heller Fahrzeugleitung, die ist 2,5 Quadrat, also ordentlich. Und von da gehe ich jetzt hier mit dem 1,5 ab
Das müsste mit Sicherheit kein 1,5 sein. Das würde auch absolut reichen, wenn es 0,75 oder 0,5 ist, es ja nur für die Ventilatoren. Allerdings habe ich nur noch 3 von diesen kleinen Klemmen und würde dann entsprechend einfach einen Kabelquerschnitt höher gehen. Und im Zweifel ist es ja eh besser, ein Kabelquerschnitt höher als ein Kabelquerschnitt zu tief. Von daher für diese Klemmen jetzt auch relativ egal. So lege ich mir das Ding. So, jetzt habe ich hier meine kleinen Schleifchen. Mal gerade gucken, ob ich hier einen Schraubendreher habe. So. Und jetzt überbrücke ich mir die einzelnen. Also. Moment, immer noch eine kleine Unterlegscheibe runter. So, jetzt habe ich die alle einmal durchgebrückt. Hier kommt jetzt mein Strom drauf, dann würden die alle unter Strom stehen und dann kann ich entsprechend hier jetzt meine Verbraucher anschließen. Jo, so sieht das Ding jetzt von hinten aus, ne? So von vorne. Und damit kann ich jetzt vom Prinzip alle Ventilatoren schalten. Also hier zum einen die Abluft in der Dusche, die Zuluft, die dann da unten hier in die Dusche reingeblasen wird, die Abluft vom Trockenklo und dann habe ich zusätzlich noch einen Schalter, den ich, ich glaube, für die Pumpe verwenden werde, weil dann kann ich nämlich zusätzlich auch einfach meinen Gardena-Schlauch anstecken und die Pumpe pumpt dann Wasser raus. Ja, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Mein Dach ist ja so ein bisschen rund nach unten hin, beziehungsweise abschüssig, genauso wie mein Hängeschrank auch. Deswegen versuche ich diese Leiste, diesen Winkel jetzt einmal zu faken, indem ich hier ein bisschen Material runterpacke. Und ich werde das jetzt einmal schneiden und gucken, ob dieser Winkel ausreicht. Von den Platten, die ich hier hingelegt habe. Der liegt jetzt halt nicht eben auf der Fläche, sondern kriegt so einen leichten, ich glaube, da können sogar noch fast mehr sein. Können sogar gefühlt noch eine Platte mehr sein. Ich hole noch mal eine Platte mehr. So. Ich bin mal gespannt, ob das geht oder ob man hier abhauen wird, wegfliegen wird, um die Ohren fliegen wird. Ich hoffe mal nicht. Boah, hier ist auch echt scheiß Licht, ne? Ah, naja. So, ich teste das mal.
nicht. Leute, ey, keine Ahnung, ob das jetzt Glück oder Können ist, aber das Ding passt ja 100 pro. Das ist ja richtig krass. Da ist ja überhaupt kein Mut zur Lücke. Das ist viel besser geworden als auf der anderen Seite. Also quasi perfekt, komplett dicht. Richtig geil, okay. Wow. Bin ich selber ein bisschen beeindruckt, fasziniert, weil das hätte ich nicht gedacht. Ja, dann habe ich hier wieder mein LED-Bond. Da muss ich die wieder reinkleben, beziehungsweise mir erstmal ein Kabelauslass basteln. Ich habe hier hinter schon mein Kabel gelegt, also das muss jetzt an das ran. Allerdings muss ich mir mal kurz überlegen, wie ich es mache. Ob ich jetzt von hier durchgehe. Ich glaube, das mache ich. Und dann muss ich mir hier erstmal ein Kabeldurchlass bauen. So sitzt das Ding hier. Und dann kommt der da raus. Dann bohre ich mir hier ein Loch nach hinten raus. Wieder nach hinten raus. Mach das wieder wie letztes Mal mit so einem Doppelloch. Und dann klappt das auch. Also ich habe mir gedacht, das ist ja eine Butenbeleuchtung, die hier einmal ringsrum sein soll. Also da und da auf beiden Seiten quasi. Und die sind auch beide hier mit dem hier schaltbar. Enden auch alle hier. Also wenn ich nochmal einen Vogel kriegen sollte und das alles über WLAN oder so steuern wollen würde. Also bisher finde ich es halt ein bisschen übertrieben. Dann könnte ich das noch machen. Und was ja definitiv noch zu unserem Lichtkonzept gehört, sind ja diese kleinen Schwanenhals-Leselampen. Da habe ich ja zwei Stück, eine vorne, eine hier hinten im Schlafbereich. Und ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schick. Die sind ja quasi dimmbar, verstellbar. Die haben da unten nochmal USB-Ladebuchsen. Einmal 2,5 Volt, einmal 5 Volt. Also von daher, wie gesagt, stufenlos dimmbar. Super hell. Also ich finde sie sehr, sehr schick. Auch gab es so Kommentare bezüglich des blauen Lichtes, dass man dabei nicht schlafen kann. Leute, guckt euch das mal an, wie wenig blaues Licht das ist. Und ich persönlich finde das auch sehr, sehr cool, dass da oben blaues Licht ist. Denn man findet dieses Licht halt auch im Dunkeln und weiß sofort, wo die Lampe ist. Wenn es hier mal wirklich stockdunkel ist. Von daher, also ich finde diese Lampe auf jeden Fall sehr, sehr schick und praktisch. Und die passt halt auch sehr, sehr gut hier in unser Design. Ja, vielen Dank fürs Angucken dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich total über einen Daumen freuen. Bitte lasst doch mal einen Daumen da. Übrigens, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Kommentare bei den letzten Videos. Freut mich sehr. Also freut mich auch, wenn ihr was Positives schreibt, wenn ihr was Negatives schreibt, wenn ihr schreibt, was ihr besser gemacht hättet. Wenn ihr schreibt, nö, ey, diese LED-Beleuchtung, die du hast, die gefällt mir überhaupt nicht, weil irgendwie da oben blaues Licht in der Nacht leuchtet. Oder das Licht ist doch nicht schön und das Dimmen geht viel zu langsam oder viel zu schnell oder was auch immer. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Als nächstes mache ich jetzt die Dusche hinten fertig, denn die Dusche bekommt natürlich auch noch eine LED-Beleuchtung und anschließend hinten unser Trockenklo, auch das bekommt noch eine LED-Beleuchtung. Und dann ist unser LED-Konzept hier für diesen Busausbau eigentlich fertig. Ja, in diesem Sinne, normalerweise sage ich immer, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Richtung Himmelblau weitergeht und so, dann folgt uns doch, abonniert unseren Kanal. Heute sage ich mal, bleibt nochmal kurz dran, denn ich zeige euch nochmal die LED-Beleuchtung, wie sie im Dunkeln aussieht, denn im Dunkeln macht natürlich LED-Beleuchtung am meisten Sinn. Vielen Dank fürs Angucken, in diesem Sinn, bis zum nächsten Video, macht es gut, tschüssikowski.